Champion, welcome. Kann ich helfen? What is this urgent matter you spoke of? There was an incident within the gallows. A number of phylacteries were destroyed, and several mages took the opportunity to escape. We've recovered most of the fugitives. However, I require your assistance in tracking down the last three. Ja, damit zurück zu Dragon Age 2 mit dem Man King und unserem geilen Hawk. In dieser Folge wollen wir uns der Hauptmission etwas weiter widmen. Denn wir haben jetzt eigentlich alle unsere Gefährtenquests beendet, außer die von Anders, glaube ich. Und ne, ich glaube nur noch die von Anders wartet auf uns, so. Ja, und Meredith hat irgendwie einen Arsch auf und denkt, wir würden ihr helfen wollen. Aber ja, okay, wir spielen erstmal mit. Erzählt mir von diesem Vorfall. Oder ich erzähle erstmal, was Phylakterien sind. Für die, die es wissen, die können jetzt mal, ja, mach ich trotzdem. Phylakterien, das sind solche kleinen Gefäße, die den Magiern, für die Magier hergestellt werden, die aufgenommen werden in den Zirkel der Magi. Da nehmen sie so ein bisschen Blut von dem und dann wird das irgendwie mit Lyren vermischt. Und damit kann man dann die Magier aufspüren, wenn die ausbrechen, ne? So ein Phylakterion hatte Anders auch, mit dem haben wir das aber zerstört bekommen, sodass Anders jetzt ein freier Magier ist zum Beispiel. Wir waren noch nie im Zirkel der Magie, also haben wir kein Phylakterion. Ja, das ist ja wie so ein Schutz, dass man immer die Magie aufspüren kann. Und ist auch symbolisch. Ein Zeichen der Kettung, der Ankettung an den Zirkel, ja. Erzählt mir von diesem Vorfall. How did the phylacteries get destroyed? An insurrection. Several of my own Templars orchestrated the escape, presumably out of sympathy for the mages. They turned their backs on their duty and endangered their charges, as well as the city. Thankfully, most who escaped fled to their families and offered no resistance. The last three are proving more difficult. Können eure Templer das nicht machen? Since you're turning to me, should I assume the Templars all suddenly disappeared? The apostates are being sheltered by their families. Some have been reluctant to talk to Templars. But you are another matter. The people of Kirkwall trust you, Champion. They will be more honest for you than for us. Also eigentlich habe ich keinen Bock, mich benutzen zu lassen bei sowas. Die sollen frei sein, hallo? Solange sie keine Blutmagie anwenden und keine Leute töten. I'm not doing your job for you. Let me be very clear on this matter, then. You are an apostate. One who operates freely only because you have been a protector to this city. If I suspect that is no longer the case, then I may decide your status needs to change. Nein! Ich habe keine Angst vor euch. Die dumme Bitch druckt mir jetzt hier auch noch. Heftiger Fall. Threats aren't going to work. I am not threatening you. I am asking you to justify the confidence Kirkwall has granted you. With the influence you wield in this city, Champion, it is crucial you understand just what we face. Talk to these mages' families. Investigate for yourself whether they need be recaptured. Na gut, ich mach's ja schon. Heftig. You're not leaving me much choice. You do not approve of my methods. But perhaps you will change your mind when you see firsthand how dangerous these apostates are. And what would it take to change your mind? Speak to my assistant Elsa. She can tell you whatever you need to know about the fugitives. I bid you good day, Champion. Hauptsache, wir müssen jetzt hier mit einer besänftigten reden. Scheiße. Ich hasse die Besänftigten, die klingen immer so unheimlich. Dann reden wir mal mit der. Good day, Champion of Kirkwall. Knight Commander Meredith has informed me that you will be tracking down the apostates on behalf of the Templars. There are three of them. Huon, Emile and Evelina. Seid ihr nicht besänftigt? Why does Meredith have a tranquil assistant? She flaunts what she can do to mages. She likes to rub our faces in it. The Knight Commander believes tranquil mages to be efficient and single-minded. I, in particular, am extremely organized. Okay, ja, aha, alles klar. Oh man, Anders, wir beide sollten Meredith einfach mal dick aufspießen, ey. Erzähl mir von Huon.
Huon. I want to hear about Huon. Huon is an elf. He was apprehended in the alienage 10 years ago. His wife, Nisa, works for a dressmaker in Lowtown. Aha, okay. Emil? Tell me what you know about Emil. The second apostate is Emil de Lancey, fifth son of the Comte de Lancey. The de Lanceys have a home in Hightown, but are often out during the day. They are generally home by evening. Wurden die denn wenigstens befragt? What have they said to the Templars? The Comte and Comtesse say they have not seen Emil since he was a child. Aha, und Evelina? What do you know about Evelina? Evelina was trained for 8 years in the Circle in Ferelden. She was last seen in her former residence among the refugee community in Darktown. Flüchtlingslager? Aha, das müsste eigentlich anders wissen. Ferelden? How did she come to be in Kirkwall? Evelina claims to have fled the Blight, not the Circle. She presented herself to the First Enchanter on her arrival and asked to take her place here. Our files indicate she petitioned Meredith for financial support of numerous other pre-adolescent Blight survivors. Okay, das genügt. I have all the information I require for now. Good luck on your search, Champion of Kirkwall. Dankeschön, dankeschön, du creepy Olle. Ja, wie Anders meinte, sie protzt mit ihrer Kraft und reibt unsere Nase in ihrer Scheiße. Naja. In ihrem, oder in das Bild, was sie vorne sich gibt. Dieses Protzige. Ja, ich bin der Vicomte und ich kann alle Magier auf einen Schlag auslöschen. Not right now, Varric. You feeling all right, Blondie? You're always in the mood for Templar jokes. Ich eigentlich auch, aber na gut, dann eben nicht. Ich habe übrigens schon mal ein bisschen alleine gemacht und zwar haben wir die Quest bekommen von diesen Kunari-Schwertern. Ich habe die mal gesucht und auch außerhalb von Kirkwall gesucht, hier bei der verwundeten Küste und überall hier in der Dunkelstadt, in der Unterstadt, in den Docks. Habe dort zum Glück ziemlich viele gefunden, aber ich glaube, wir kriegen noch ein oder zwei bei der Hauptmission. Wir gehen dann erstmal in die Dunkelstadt, weil wir eher das dabei haben. Beim Flüchtlingslager. Ist das nicht da, wo er auch immer ist? Bei der Krankenstation da? Ich weiß es echt nicht. Na, das Flüchtlingslager ist direkt hier. Okay. Dann schauen wir mal, ob uns da irgendwer weiterhelfen kann. Walter. Walter, was geht? We got nothing here you'd want. Get back to Hightown and leave us alone. Das hatte ich nicht erwartet. You're a little young for a blood mage, and I thought Evelina was a girl's name. I'm not Evelina, I'm Walter. Evelina was our friend. She was our mother. Evelina found us when the Darkspawn came, when our parents died. She made sure we got to Kirkwall safely. I miss her. But when she went to join the Circle here, they called her apostate. For leaving the tower in Ferelden. They locked her up. Ja, das ist natürlich mega kacke. Woher kommt ihr? You came from Ferelden. Yes, until we got here, I thought we were the only ones who had survived. Tja, das dachte ich auch. Weiß jemand von euch? Do the Templars know you're here? They don't care. They only want Evelina. Das stimmt wohl. Ich will Evelina helfen. Natürlich, wir sind ja auch Magier. If you tell me where Evelina is, I'll try my best to help her. You can trust me. No one can help her. The Templars made Evelina angry. They made her change. It wasn't her fault. When it was over, she was ashamed. She ran into the tunnels and hid. Shut up, Cricket. Don't tell them that. Evelina's in the sewer tunnels. You can't go there. She'll know we told you and she'll be angry at us. Angry? I didn't like when she got angry. We have to hide. Cricket! Na, scheiße. Hört sich natürlich wieder mega kacke an. Wieder ein Magier, der in die Enge getrieben wurde und als letzte Möglichkeit wahrscheinlich wieder Blutmagie gesehen hat. Verdammt nochmal. Das kann's ja nicht sein. Ah, anders kann das, oder Gerechtigkeit wird das nicht gefallen. Mal schauen, ob wir ihr trotzdem noch helfen können. Wir gehen einfach mal hier lang. Ladida, ladida. Wow! Das ist aber nicht ihr Werk, oder? Ich hoffe mal nicht. Das wäre natürlich mega behindert jetzt, aber egal. Oh, Artemis, komm mal an den Start. Oh nein.
Bitte mal hier, Moment, 6. Den hier machen. Blitze, jawohl. Ich brauche immer noch einen Levelpunkt, um mein Urtümlich hier zu erlernen. Moment, das will ich euch nochmal kurz zeigen. Ah, damit ich endlich diesen Talentbaum perfektioniert habe, beziehungsweise beinahe, aber nee, Galvanismus heißt das, genau. Der Baum heißt Urtümlich, genau. Oh Mann, ich will jetzt hier Versteinerung verbessern und Elektrizitätsschaden und sowas. Oh, das wäre so cool. Naja. Oh, das war's ja schon. Cool. Ich werde dann aber nochmal hier alle Kisten durchsuchen müssen, weil ich glaube, dass wir hier irgendwo auch... Nee, da kommen wir her. Eins dieser Kunari-Schwerter finden werden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Deswegen werde ich jetzt die ganze Zeit Tab gedrückt halten oder so oft wie es geht, damit ich auch nichts verpasse hier. Von den Items, die hier rumliegen. Wow, nein, 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 nein. Ah, scheiße, wieso habe ich das erst dann gesehen? Verdammt nochmal. Da vorne ist noch eine Falle. Ich lasse es mal weg. Vorne vorgehen, ja, das sieht natürlich jeder. Hat natürlich jeder gesehen, ja. Tue ich nicht. Mach den Dämon da Platz. Mit Eis. Jawohl. Wow. Wir müssen eh unsere Eisfähigkeiten in nächster Zeit mal ein bisschen steigern. Oder irgendwelche Runen dran machen, die unsere Eiszauber verbessern, wenn das geht. Ja, genau. Warum werdet ihr noch früh genug sehen? Keine Sorge. Wow. Noch einer. Das gibt's doch nicht. Vereisen. Jawohl. Boah, das ist einfach so geil, mit den Elementen zu spielen. Ich liebe die Elemente. Wisst ihr aber, glaube ich, eh schon. So, verzierter Dämonenfußwickel. Fußwickel. So, fallen! Die Aktivierungsschalter, aha. Gut, dass du es siehst, Varric. Nice. Artemis macht keinen Scheiß. Okay. Gut, den Leichnam können wir dann anscheinend plündern. Beutel mit Kieseln. Ja, wunderschön. Nehme ich immer mit. So, die muss jetzt aber hier irgendwo rumlungern. Das ist der letzte Bereich. Jawohl. What are you doing here? I thought if we warned her about you, she wouldn't be angry. But then she... Walter. She's coming. Run! There you are. Don't run from me, Walter. You know those are the rules. Ich halte euch auf, wenn ihr das jetzt vorhabt, was ich denke, was ihr vorhabt. I won't let you touch these children. You play the hero well, but I see through it. You're Ferelden, like us. But you feast on sweetmeats while your people starve in the Undercity. I spit on you, traitor. And on the pathetic Templars that sent you, Kirkwall should be mine. Then my children will have a whole city to play in. Oh nein, die hat sich dies besessen. Oh Gott! Die hat sich einem Dämon hingegeben. Oh, die ist ja echt behindert, ey. Da will ich den Magier ehrlich helfen. Und dann machen die so eine Kacke. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Boah! Was macht die denn da? Verpiss dich mal. Kranker Kackes, ey. Das ist auch immer das Gleiche. Man will die Magier rechtfertigen, und dann gibt es einzelne Personen, die so eine Scheiße machen. Evelina loved us. She saved us. Why would she try to hurt us now? Das war nicht Evelina. Evelina would never hurt you, child. That was a demon. Remember her as she was. A brave, kind, loving woman. I'll try. This isn't going to stop. The Templars force our hand. They make us take drastic measures just to be free. Like Evelina did. Exactly. I just don't know what we'll do now. Hier ist etwas Geld. Komm. Take this and use it wisely. Thank you, Messer. I should go buy some food for the others. They've been hungry for a long time. 5 Gold wieder verschwendet. Nein. Ach, Evelina. Yes. Hört sich nach einem abgekaterten Spiel an.
dass Meredith das wirklich on purpose gemacht hat. Also, verzauberter Schild, nee, das ist doof, glaube ich, oder? Ich glaube, den nehme ich mit. Absichtlich gemacht hat, die Phylakterien zerstören. Um Magier, wo sie denkt, dass die schwach werden können und sich der Blutmagie oder dem Dämonen hingeben können, dann das auch machen. Anders. Ich glaube, wir haben da ein bisschen was zu tun hier. Na okay, eigentlich ist es nicht zum Lachen. Aber nun ja. Ja, wir hauen jetzt mal hier ab und dann... Wo können wir noch hin? In die Dunkelstadt? Nee, ich will mal zu dem reichen Bubi hin. Genau. Oberstadt in der Nacht. Das können wir ja noch machen. Wir haben ja, glaube ich, noch 8 Minuten ungefähr. Jo, das passt. Oh nein, blutrünstige. Schon wieder, ey. Unbelievable. Natürlich mega behindert, aber okay. Die machen wir auch so platt. Die haben ja eh nicht so viel drauf, glaube ich. Hoffe ich mal. Nein, haben die auch nicht. Guckt euch die mal an. Camelot macht die da hinten platt. Ich und Varric machen die im Fernkampf platt. Boah, kein Problem. Und schwupps. Was mich besonders freut, ist, dass wir... Oder ja, irgendwie ist es auch traurig, dass wir bald das Finale erreichen von Dragon Age 2. Das Finale ist natürlich das aufregendste Kapitel oder der aufregendste Abschnitt hier im gesamten Spiel. Obwohl es natürlich dann heißt, ciao, ciao, Dragon Age. Aber Dragon Age 3 kommt ja bald schon raus. Sehr, sehr bald. Und ja, dann können wir uns erstmal anderen Projekten widmen. Wie Fallout. Fallout 1, genau. Oh Mann, das freut mich schon. Ja. Delancey anwesend. Sind das Orlesianer oder was? Knock, knock. Who is there? Ist er tot? Schläft er? Dachte schon. You look lovely tonight, my lady. Oh, you are too kind. I am so honored to have the champion in my home. I will call for refreshments. Talia? Oh, she is so slow, this girl. Come, let us chat while we wait. Ihr seid eine großzügige Gastgeberin. Thank you for your hospitality, Comtesse. I need to speak to you about Emile. Hospitality? This? Oh, it is a disgrace. If you had just sent a message to say you were coming. I haven't seen Emile since he was taken to the circle. He was just 6. You can tell the Templars not to worry. I am sure Emile will turn himself in soon. He is a good boy. Dulcie, what have you done? You should have told the boy to throw himself at the mercy of the Templars. Guillaume, darling. Don't darling me, Dulcie. He's been telling people he's our son, that you gave him gold. Guillaume, darling, we have guests. Macht ruhig weiter. Don't stop on my account. This is fascinating. I didn't mean to lie to you, champion. I barely saw Emil. I didn't think it was worth mentioning. I gave him some money. Not too much. He said he wanted to start a new life. New life? His new life is spent in low-town taverns, getting drunk on cheap wine. It's a wonder the Templars haven't found him yet. Help us, please, champion. Emil is not a blood mage, just a foolish boy. Don't let the Templars kill him. Blood mage? Oh, Guillaume, don't say that. Please, save my son's life. Natürlich, ich gebe mein Bestes. If there is a way to help Emil, I will find it. Thank you, champion. An acquaintance spied Emil in the Hanged Man not long ago. He should still be there. The Hanged Man? Oh, but that place is filthy. Come, Dulcie. Perhaps you should lie down. Also ich mag den Geruch von Kotze und Pisse am Morgen, wenn man nach dem nächtlichen Suff dort aufwacht. Oh, but the Hanged Man is so filthy. It is filthy.
Ah, geil. Ah, ich liebe meine Gefährten einfach nur. Dann würde ich sagen, auf zum gehängten Mann. 5 Minuten, ne, 4 Minuten haben wir noch. Ah ja, komm. Hauptsache, nein, Hauptsache wir treffen nicht noch irgendwelchen Blutnagern über den Weg. Das ist ja wohl glasklar, dass sie dann doch noch hier ankommen. Hinter uns auch noch. Was sind das denn für welche Artemis? Nein, Beric ist ja schon tot. Hammerhart. Wie kümmere ich mich jetzt aber persönlich hier mit Artemis? Flupp. Na komm schon. Blitze, 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 Blitze. Flap. Und zack. Ciao. Gut. Lieber Beric, lern bitte, wie man pariert oder abwehrt. Gezeichnet deine Innereien. So in der Art hat er es gesagt. Geil. Geil, geil, geil. So, gehängter Man. So filthy. It is so filthy. Das sind auch Orlesianer. Hört man direkt raus. Von diesem, oh, diesen französischen Touch. Oh, my darling. Aber der Typ hat sich irgendwie deutsch angehört, so ein bisschen. Das TH war ein bisschen komisch ausgesprochen. Ah, der hat ja ein Dingens, eine Platte oben. Wie heißt das nochmal? Oh Gott, wie so ein Priester. Ach, scheiße. Hässliche Frisur eigentlich. Mehr wollte ich nicht sagen. Emil Delancey? Hey, how do you know my name? Did Nella tell you? I gave her my Lancey signet ring in exchange for a kiss. And tonight, she's going to make me a man. The Comte was right. How did the Templars miss him? He's lived in the Circle all his life. He can't function in the real world. And the drink's on me. I'm Emil, as you know. And you are. Ich bin Hawk. They call me the Champion of Kirkwall. I've been looking for you, Emil. Oh, buggery. I know what this is about. I'm not a blood mage, all right? I started that rumor because I thought it would make me sound dangerous and suave. Do you have a death wish? You grew up in the Circle. You know what the Templars do to blood mages. I've only told people in the tavern, and only women. You don't understand. I've been in the Circle since I was 6. 6! For 20 years I was locked up. I never had a real drink or cooked something for myself. Never stood in the rain or kissed a girl. The Ferelden Circle's more fun. Everyone was kissing everyone. Though that was before the abominations. I just wanted to live a little. If you are going to kill me, do it. I'd rather die drunk. Ach Quatsch, ist das aber wirklich echt? Did you really escape the Circle so you could kiss a girl? Well, not just that. I've read so much about the other things you can do with girls. This is an act. The mage makes himself out to be harmless. No, I think he's really that pathetic. Ich kann euch gehen lassen. Na komm. The Comtesse gave you the money so you could get out of Kirkwall. Stop wasting it. You let me go? I can tell the Templars you're dead, but you have to leave now. I think there's a ship leaving port tonight. I'll find my way onto it. Thank you. I'll find some way to repay you someday, I promise. So, ja, das war natürlich. Die Chance wollen wir natürlich nicht verpassen, dass wir ihm hier helfen. Obwohl er. Ja, okay, er kann ja, wenn er dann, weiß ich nicht, wo ist, in Orlais oder in Tevinter, dann noch ein bisschen poppen oder so, wenn er möchte. Emil, der Lancer durfte gehen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was mit Juan ist oder Juan. Und deswegen reden wir dann mit der Frau von ihm in der nächsten Folge. Ich bin der Endgame, wir spielen Dragon Age 2. In der nächsten Folge geht es darum. Und ja, geht weiter mit der Hauptmission. Vielleicht machen wir dann auch direkt schon mal die eine Mission in den Knochengruben. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, lasst euch überraschen. Oh, Isabella steht da hinten. Isabella, hallo. I think I need a bath. Do you think I need a bath? Just with me. Nur mit mir, mein Mädel. Ja, wenn euch der Bad gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.